Oh, das habe ich nicht gesehen. Genau, wir brennen ihm schön einen auf den Pelz. Macht gar nicht so viel Schaden, ne? Okay, der Bums macht Schaden. Kann ich noch nicht anvisieren. Ja, 1 Million, fast 2 Millionen Schaden. Was kommt jetzt? Ja, das ist nicht gut. Aua. Kann er noch was anderes machen? Hinter mich, schnell! Wo bist du? Wenn du meinst. Es leuchtet alles durchsichtig. Ich konnte es gar nicht richtig sehen. Eine Terra-Flare oder was war das gerade? Wie viele Flares hatten der? Wie ist mal mit einer Signal-Flare? Ja. Oh, wir haben ein Schutzschild. Ah, komm schon. Nein, wir haben ihn doch fast besiegt. Armut ist echt stark, wenn wir zu zweit gegen ihn kämpfen müssen. Quintessenz? Hilfe? Den habe ich wieder verpasst. Oh Gott. Gut gemacht, Joshua! Ey, das war doch ich, oder nicht? Oh Gott. Danke, Joshua. Ach Mist. Sehr gut. Und jetzt ruft da. Das dürfte er nicht überleben. Fliegt der eigentlich? Jetzt, Joshua! Ja! Komm, Alter, das fitzelt hier in einem Lebensbalken. Das nehmen wir dir auch noch weg. Warum auch immer. Ich dachte, wir wären Freunde.
Habe ich mich anscheinend geirrt. Das war's. Vielleicht. Ja, das war's. Die Brüder der Flamme haben gewonnen. Bahamut bezwungen. Die Frage ist jetzt immer noch, warum ist er so am Rad? Also warum dreht er so am Rad? Was ist mit ihm? Ein Haufen Scheiße dafür. Okay, ich nehme alles zurück. Ifrit ist total überall da. Was ist los? Bist du bereit? Bereit! Ich finde das ganz schlimm, dass wir immer zweimal gegen jemanden kämpfen müssen. Kämpfe als Ifrit Essensus. Ifrit Essensus stehen verbesserte Versionen der meisten Fertigkeiten von Ifrit zur Verfügung. Zusätzlich zu Wildfeuer hat Ifrit Essensus auch Zugriff auf Lichtgeschwindigkeit. Eine Fertigkeit, die wie Phönixflug eine schnelle Anregung an das Ziel ermöglicht. Lichtgeschwindigkeit wird mit X ausgeführt. Eine Übersicht, ja, okay. Wie sollen wir gegen diese Macht ankommen? Durch Vertrauen in unsere. Damage mich auch ganz schön. Weg da. Ich sag doch weg da. Hör doch mal auf meinen Papa. Super Nova. Lass mich in Ruhe. Ich will das nicht. Nein. Wie sieht er mir her? Ich weiß es genau. Aua. Wow.
weg. Ich weiß nicht, war das weit genug? Ja. Schon wieder. Neutralisiert. Wow. So werden wir aber nicht weit kommen. Der ist viel stärker als wir. Über 2 Millionen Schaden, Alter. Krass. Der ist aber auch nicht schlecht, der Kleine hier. Der Drachen. Also der Bahamut. Das ist schlecht. Da hab ich mal kurz weggeblinzelt, wa? Haha, Junge, ich bin schneller als du. Oh, nicht gut. Na, ist egal. Zu mir. Okay, wenn wir in dieser Gigaflare die ganze Zeit ausweichen, ist alles gut, ne? Also Kampfgeistflächen können wir auf jeden Fall. Oh, das ist nicht gut. Voll drinne. Bin zu weit weg. Super. Nichts mit Aura knall hier. Knall dir gleich alle vor die Aura. Junge. Auch nicht gut. Schnell, keine Terra Flare. Feuert in. Schaffen wir. 5.
Easy. Sieht zwar nichts, aber hey. Das ist aber unfair. Boah, die Dinger nerven so hart, Alter. Mit seinen Scheißdingern hier. Auch nicht immer von mir. Auch nicht gut. Weg. Der will's auch wissen, ne? Der will's wirklich wissen, der Bahamut. Oh, oh, die saugt mich an, kann das sein? Schnell weg. Nicht rein. Warte, gleich habe ich ihn broken. Ja, da komme ich wieder nicht raus. Jetzt habe ich ihn broken. Könnte aber ein bisschen stärker sein, die Angriffe. Kurze Frage. Kann ich die leveln? Nee, ne? Nee, ich habe nur das und das. Okay. Ich kann mir nur gucken, was für. Aber ich mach gar keinen Schaden mehr. Ja, das war so klar. Hoffentlich kriegt ihr jetzt nicht noch einen dritten Lebensbalken, Alter. Dann kotze ich im Kreis, wa? Er macht ernst. Er kriegt einen dritten Lebensbalken. Wir müssen etwas unternehmen. Was meinst du, was ich die ganze Zeit mache? Zeta Flair, na sicher. Und sonst noch irgendwelche Wünsche. Alter, was will hat er vor? Will er die Planeten vernichten oder was? Das machen wir. Und zwar jetzt! Jetzt ist's los! Ich wollte sagen, wenn ich jetzt was drücken muss, dann sehe ich das nicht. Ich drücke wie ein Irrer. Wow. Das wäre mir gestoßen. Ah.
Bahamut bezwungen ein zweites Mal. Pack da gleich noch eine dritte Runde aus, Alter, dann bin ich aber mit fertig, wa? Lichtsplitter. Okay, brauchen wir bestimmt für eine Waffe, ne? Mit Sicherheit. Kristall gerade geschrien? Joshua. Es tut mir so, so leid. Du lebst. Und was zählt, ist nur das, Bruder. Ich hätte nicht zu träumen gewagt, dich wiederzusehen. Wieder vereint. Jill! Der uns auseinandergerissen hat, ist tot. Vater. Der Mutterkristall. Er zerfällt. Ja, nichts wie weg hier. Nein. Warte. Das bin ich ihm schuldig. Na gut. Ich
wäre erhaltet. Meine Autorität. Kann ihnen niemand Einhalt gebieten. Ich fürchte nicht, Durchlaucht. Die Dragoons unterstehen seiner prinzlichen Hoheit. Der Rat hat keine Macht einzuschalten. Was ist in dich gefahren, Dion? Priorität hat das sofortige Löschen der Feuer um das Palais. Der Rest kann warten. Steh nicht rum! Los! Ja, mein Herr! Meine Güte! Dion! Hast du etwa deinen Verstand verloren? Ruf sofort die Dragoons zurück! Keine Sorge! Der Bevölkerung werden sie kein Leid zufügen. Ich komme euch zu retten, Vater. Du willst was? Üble Schatten lauern im Herzen Sanbrex. Sie stammen von eurer Frau, der Verräterin Annabella. Kein Wort mehr, Dion. Vater, ihr wollt es nicht sehen, doch sie hat euren Geist verdunkelt, euch euer Selbst vergessen lassen. Bitte erinnert euch, ihr wart ein gütiger und gerechter Herrscher und kein Tyrann. Warum wendet ihr euch jetzt von eurem Volk ab? Warum wollt ihr jetzt die Feuer des Krieges schüren? Auch ihr habt diesen Wandel miterlebt, eure Eminenzen. Und ihr wisst so gut wie ich, wer dafür verantwortlich ist. Ihre Marionette sitzt nun auf dem Thron. Doch ohne ihre Fäden verliert auch sie ihre Macht. Was? Dion, vor mir willst du deine Waffe erheben? Wachen! Ergreift ihn! Für jeden Untertan, der stirbt, wird ein neuer geboren. Für jedes Heim, das brennt, ein neues errichtet. Dies waren eure Worte. Doch wenn jeder eurer Untertanen tot ist und von ihren Häusern nichts mehr bleibt außer Asche, was wird dann aus eurem Reich, seinen Herrschern, eurer Göttin? Die Mutterkristalle verblassen mehr und mehr. Die Fäule verschlingt alles, was uns lieb und teuer ist. Und unser Volk vertraut seinem Kaiser, es zu schützen. Doch er strebt nicht nach einer sicheren Zukunft, sondern plant, die restlichen Reiche zu erobern. Sogar wenn es alles kostet, was seine Bürger mit Mühe und Not aufgebaut haben. Dion, verstehst du denn nicht? Es ist doch ein geringer Preis, oder nicht? Du hast deine Macht nicht umsonst bekommen, Dion. Dafür ist sie doch da. Also geh und hol mir Valisthea, Bruder. Armer Vater, er hat seine Kinder wirklich geliebt. Dass er für mich sterben würde, war klar. Die Frage war nur wann. Du, was hast du? Du hast wirklich lang an dich gehalten,